der Schwangerschaft meiner letzten Tochter. Ja. Dort habe ich dann einfach gemerkt, das Geburtsfeld ist so, so wichtig. Es ist so wichtig, wie wir auf die Erde kommen, was wir erleben in dem Moment, wo wir auf die Erde kommen und vor allem, was dort auch alles schief gehen kann. Ja. Und was vor allem oft und praktisch überall schief geht und was das mit uns und unserem System und unserem Leben macht. Und so habe ich mich dann auf den Weg der spirituellen Geburtsbegleiterin begeben und aus diesem Feld heraus dann mein ganzes jetziges Tun und Wirken kreiert. Das, was bei der Geburt geschieht, ist das Wichtigste überhaupt und vieles kann nur bedingt korrigiert werden. Wow. Also bedingt im Sinne von, das ganze Nervensystem wird dort aufgebaut. Ja. Und dann später daran rumzubasteln und da zu arbeiten, ist sehr, sehr ein heikler Prozess, der viel Beachtung, Liebe, Zeit und Raum benötigt. Ja. Also sicher mal das Gespräch über die eigene Geburt, dass man das mal anschaut, dass man auch versteht, ich bin nicht falsch, ich bin vielleicht einfach nicht gut und richtig auf der Erde angekommen. Jeder, der jetzt das Video sieht, egal ob Mann oder Frau, geht mal nachforschen, wie war eure eigene Geburt, wie war die Schwangerschaft, ja. Was erzählt eure Mama darüber, wie waren die ersten Stunden, wie war vielleicht sogar die Zeugung, das ist auch immer sehr spannend. Geht da mal etwas forschen und versucht dann mal zu reflektieren, wo findest du vielleicht eine Verbindung zum Jetzt und zum jetzigen Sein und vielleicht auch zu den Themen oder Prozessen, mit denen du dich gerade beschäftigst. Manchmal können es auch Sachen sein, wo man vom Verstand her sagen würde, nein, das entspricht nicht mir und meinem Weg. Wie zum Beispiel, okay, jetzt darfst du an einem Mittwochnachmittag, wenn die Sonne scheint, darfst du eine halbe Stunde Fernsehen schauen. Wo mein Mama-Verstand sagen würde, sowas geht gar nicht. Das ja. Schönes Wetter, muss man rausgehen, Fernsehen den Tag durch, schon gar nicht unter der Woche, kannst du gleich vergessen, aber aus irgendeinem Grund war das gerade wichtig. Ja. Weil manchmal können die Kinder bei einem Fernsehschauen auch runterfahren. Das ist selten so, aber auch solche Impulse nicht unterdrücken. Deshalb Spielregeln und Konsequenz. Ja. Empfinde ich als sehr, sehr wichtig bei hochsensiblen Seelen, egal ob nach innen gekehrt oder total in Konfrontation mit der Außenwelt. Ja. Und irgendwann wird dann das so weit, dieses Spielfeld ausgedehnt werden, dass sie dann selbstständig sind und dort drin ihre Fähigkeiten richtig gut erkannt haben.